Guten Morgen, heute ist Mittwoch, der 19. Juli und das heißt für mich der letzte Tag an der Grundschule. Ich war ja jetzt ein Jahr an der Grundschule und habe da Praktikum gemacht und das waren so tolle Momente. Ich habe so viele schöne Erinnerungen und man hat so viel dazugelernt einfach und die Kinder sind einem so ans Herz gewachsen. Ja. Das wird schon komisch sein. Ich habe auch gestern extra Muffins gebacken für die ganzen ersten Klassen. Erste, zweite Klasse ist das immer. Für drei Klassen habe ich Muffins gebacken und die werde ich heute dann verteilen, denn ich habe ein bisschen früher frei bekommen, da ich morgen zum CHIO fahre. Und dann muss ich heute Abend auch noch einkaufen, denn eine Freundin und ich haben uns eine Ferienwohnung gemietet für die Tage und da werden wir dann halt selber kochen. Und ja, ihr werdet ja sehen, was am Tag heute noch so ansteht. So, es ist jetzt 8:30 Uhr, ich werde losfahren, denn die haben zur zweiten und dann haben sie noch ein Musical, was sie vorführen werden. Bin ich auch super gespannt, wie das wird, wie die das vorführen. Keine Ahnung, ist immer so süß, wenn die das machen. Und ja, ich melde mich dann später wieder. Ja, zu Hause und das Musical war super süß. Die haben das so toll gemacht und auch die Erzählerin hat alles auswendig vorgetragen. Ich war richtig beeindruckt von ihr und einige haben so mitgefiebert und so laut gesungen und haben das so, so toll gemacht. Das ist echt richtig süß. Und das in dem Alter, das ist einfach wow. Und ja, ich habe dann auch Muffins ausgeteilt, die kleinen, die ich gestern gemacht habe. Da haben sich auch alle sehr drüber gefreut und ja, dann ging es langsam zum Ende hin und dann war ich noch mit auf dem Pausenhof und die spielen immer Pferd, hammer süß. Und dann habe ich die alle nochmal Huckepack genommen und dann haben wir alle ganz, ganz viel gekuschelt und dann habe ich auch ganz viele Briefe und ich habe hier eine Zeitschrift Reiterrevue bekommen von der ganzen Klasse, wo ich war. Und dann noch einzelne Briefe. Und oh, das ist so süß. Und die wollten mich nicht gehen lassen. Die haben mich die ganze Zeit festgehalten. Aber ich habe denen versprochen, dass ich auf alle Fälle nach den Sommerferien irgendwann die nochmal besuchen komme, weil ohne die. Das ist so komisch, weil das einfach ein Jahr lang so tagtäglich bin ich da hingegangen und es hat so viel Spaß gebracht. Es gab eigentlich nie einen Tag, wo ich gesagt habe, ich habe überhaupt keine Lust. Es war natürlich manchmal ein bisschen lauter und anstrengender, wo man sich dachte, so ein bisschen Ruhe würde jetzt gut tun und dann auch mal längere Tage, aber es hat so viel Spaß gemacht mit denen und man hat auch so viel gelernt dazu, obwohl das ja eigentlich eine Grundschule ist, aber mein Mathe ist jetzt auch super aufgefrischt. Einmal eins kann ich, Kopfrechnen bis 100 sitzt jetzt auch wieder. Also, das ist mir erstmal aufgefallen, wie sehr ich das gar nicht mehr konnte und mittlerweile sitzt das wieder. Ja, ich kann euch ja mal zeigen, was ich hier bekommen habe. Einmal so ein süßes Mandala mit Herzen und Pier. Dann so ein Bild. Ja, das ist Tore, der das gemalt hat und das soll ich sein hier. Hammer süß. Er wollte mich auch festkleben am Stuhl und an sich, damit ich nicht weg kann. Dann das hier. Das ist von Marvin, denn ich habe ihm immer bei Mathe geholfen. Und Laura. Richtig süß geschrieben alles. Und ich finde diese Hunde auch so süß, wie die das können. Von mir. Ich finde das sowieso so süß, wie die das schreiben. Und dann, das muss ich jetzt mal so, von Ida. Und das ist so süß. Geht nicht auf. Das ist so süß. Liebe Pia, vergiss mich nicht. Ich liebe dich. Du bist die beste Praktikantin, die ich hatte. Mein Gott. Es ist so komisch, weil so eine schöne Zeit einfach jetzt zu Ende ist. Ich meine, natürlich könnte er ja auch weitergehen, aber ich kann jetzt nicht jahrelang da verbleiben. Irgendwann muss ich mich ja auch mal weiterbilden. Und ja. Oh. Vor allem Marvin fing dann richtig an zu weinen. Und
Und dann haben noch andere Tränen in den Augen und ich denke dann nur so, nein, hört auf. Ich finde das so süß, also ja, weil man gar nicht so glaubt, dass sie einen so ins Herz geschlossen haben. Ich meine, ich habe schon gemerkt, dass sie mich super gerne mochten und das war auch so eine schöne Zeit und man hat sich so gut verstanden, es hat so viel Spaß gemacht und ja. Naja, ich werde mal hier ein bisschen das Chaos beseitigen. Denn es geht ja morgen weg und da wollte ich mein Zimmer eigentlich ordentlich hinterlassen. Bin echt gespannt auch, wie das morgen wird, weil ich fahre ungefähr 6, 7 Stunden dahin. Und ja, es geht ja langsam auf die Ferien zu. Ich meine, wir fahren jetzt Donnerstag und Freitag gibt es ja erst Zeugnisse. Aber wer weiß. Aber ich glaube, wir kommen Sonntag ganz gut zurück, wenn da keine LKWs auf den Autobahnen sind. Und ja, okay, vielleicht ist es auch noch ein bisschen Verkehr, aber wir fahren auch erst abends. Obwohl, vielleicht kommen wir auf die Idee, abends zu fahren. Ich weiß es nicht. Ich hoffe einfach, dass wir nicht in den Stau kommen. Das ist nämlich, das bringt keinen Spaß. Es bringt überhaupt keinen Spaß im Stau. Und ich bin halt super ungeduldig. Ich hasse es. Ich vermisse die Kinder jetzt schon. Das ist so komisch. Für mich ist es einfach so, ja, erstmal Sommerferien und dann sehe ich die wieder. Nein, ich sehe sie einfach erstmal nicht. Also natürlich, ich kann jederzeit hinfahren, wenn die Schule haben. Aber es ist so, man ist jeden Morgen aufgestanden und dahin gefahren und hat sie jeden Tag gesehen. Ich habe gerade ein Paket vom Mango bekommen und das packe ich mal schnell aus. Da ist das und das werde ich mal schnell auspacken. Ich brauchte noch meine Tasche und die hier fand ich ganz süß. Die kann man so tragen, werde ich eher nicht tun. Aber die hat halt hier auch diesen Henkel. Ist ziemlich schlicht und das Coole finde ich, hier kann man halt Sachen reinpacken. Und hier in den Reißverschlüssen so Wertsachen irgendwie. Und ja, die ist nur ein bisschen kleiner als erwartet, wenn man mal so vergleicht. Hups. Naja, werde ich mal gucken, ob ich die mit zum CHIO nehmen werde. Ich habe auch super Kopfschmerzen. Ich habe auch schon eine Kopfschmerztablette genommen und meine Lippen sind auch total kaputt, weil ich diesen Wechsel zwischen total kalt und Regen und total heiß und strahlende Sonne überhaupt nicht ab kann. Und ich dann auch immer schnell Migräne und Kopfschmerzen bekomme. Und ja, ich habe aber gleich Reiten und beim Reiten geht das meistens weg. Also deswegen gehe ich auch mit Kopfschmerzen super gerne reiten. Ja, ich werde Cisco gleich mal fertig machen und hoffentlich filmt jemand für mich. Einige von euch haben sicher mitbekommen, dass ich am 12.07. Geburtstag hatte, also genau vor einer Woche. Und da habe ich dieses hier bekommen. Ich bin mal super gespannt, ob Cisco das mag. Also es riecht gut, mein ganzes Zimmer riecht danach, weil ich vergessen habe, ich habe all meine Geschenke auf dem Haufen gehabt. Und das war ganz unten und ich habe mich die ganze Zeit gewundert, wonach es hier riecht. Das werde ich dann gleich mal mit zu Cisco nehmen. Ich weiß, meine Schwester hat eins für ihr Pferd, das ist von einer anderen Marke, glaube ich. Und das mochte er nicht. Da hat er richtig Panik vor gehabt, also er hat es nicht angerührt. Und dann habe ich von Soul Horse halt so einen Anhänger bekommen. Den Anhänger, das ist, da steht Springflummi drauf, den habe ich auch schon in Blau, aber ich brauchte noch einen silbernen, denn der muss ja passend zum Outfit sein. Und da der nicht rechtzeitig ankam, bin ich raus. Jetzt. Ah, Goldstück steht da drauf, auch von Soul House. Und den finde ich auch super süß. Da weiß ich nur noch nicht, wo ich den ranmache. Wir wollen ja auch am Ende nicht zu viel klimpern. Ja. Ich finde die Anhänger auf alle Fälle super süß. Und gerade Springflummi, gibt es da einen passenderen Begriff für Cisco? Der passt einfach perfekt zu Cisco. Und ja, ich glaube, ich versuche den auch gleich mal anzubauen. Das Shirt habe ich hier auch bekommen. Und ich finde, das hat auch von Reitshirts irgendwas. Mit diesem hier und dann mit der Krone und so. Und das werde ich auch gleich zum Reiten anziehen. Ich bin jetzt schon umgezogen, wie man sehen kann und werde jetzt direkt rausgehen zu Cisco und bin mal gespannt, wie er so drauf ist. Zurzeit ist er so im Springunterricht nicht ganz so gut drauf, also er überspringt sich wieder ordentlich und ja, ich hoffe, dass er das heute nicht tut. Das ist übrigens die 20 hier.
Ja, Geburtstag. Die war eigentlich mal hier oben mehr festgemacht, aber sie möchte das nicht. Ich weiß noch nicht, welche Schabracke ich mitnehmen möchte. So viel Auswahl. Entweder, ich glaube, ich tendiere zu der hier. Dann sind Cisco und ich hier im Partnerlook. Das wäre was, ich nehme die mit. Die. Ich tendiere zu den Schwarzen. Die kommen mit. Und ich wollte jetzt aber die hier. Den hier. Den ziehe ich zurzeit eigentlich nur noch an. Na? Baby, bist du nicht so motiviert? Ist zu warm, ne? Ich glaube, es sind 25 Grad. Und das ist überhaupt nicht sein Wetter. Ne? Und der hat hier überall Stellen am Kopf und so. Und hat ganz viel Fell verloren. Weil er sich immer scheuert, da die Fliegen auf der Koppel... Dodo! Da die Fliegen auf der Koppel ihn nerven. Aber wer sein Halfter immer auszieht mit Fliegenschutz, hat selber Schuld. Hat er nämlich heute schon wieder ausgezogen. Das muss ich nachher noch suchen. Wir nehmen jetzt aber erstmal das hier. Denn das ist ja sein gutes Ausgehalfter. Toll, Box hat er auch ordentlich schmutzig gemacht. So lange bist du gar nicht drinne. Nein. Komm mit. Wird gar nicht so schlimm heute. Seht ihr das? Wie Cisco auf Spannung steht. Man kann es kaum bewegen hier. Warum tust du das? Ach, man sieht ihn kaum. Warum? Er geht extra so nach vorne. Die sind, wie man sieht hier, total auf Spannung und schräg rüber. Ja, er mag es gerne so. Er kann sich nur kaum bewegen. Guck mal, das passt jetzt auch zu unserem Outfit. Und dann ich auch noch in Grau. Perfekt abgestimmt, Cisco. Was sagst du dazu? Nee? Interessiert dich nicht so, ne? Nein, wir sind auch fertig. Er ist fertig gesattelt, geputzt. Und wir fahren jetzt schnell zum Springunterricht. Wir laufen falsch. Sehr schön. Jetzt fertig mit Reiten. Ich bin durchgeschwitzt und das Reiten war mittelmäßig. Also am Ende wurde es besser. Das ist ja die Hauptsache. Und ich werde mich jetzt ganz schnell duschen, denn ich werde dann einkaufen fahren. Für die Ferienwohnung morgen. Ich weiß auch noch nicht, wie ich das morgen mit Cisco mache, ob ich ihn reite oder ob ich es lasse. Denn wenn ich reite, müsste ich ziemlich früh hoch und das wäre jetzt nicht das Problem, aber für Cisco eher. Denn ich möchte eigentlich schon gerne, dass er vorher nochmal auf die Koppel kommt, bevor ich ihn reite. Und ich will ihn jetzt auch nicht allzu früh wecken. Ich möchte nicht um 4 Uhr dastehen und ihn rausschmeißen auf die Weide. Und außerdem möchte ich auch ein bisschen schlafen, also genug Schlaf haben, damit ich auch die Fahrt hinüber wach bleibe und nicht beim Autofahren einschlafe oder so. Ja. Mal schauen. Ich bin mal gespannt. Ich kann sowieso noch nicht glauben, dass das morgen schon so weit ist. Das ist irgendwie, das war alles noch so weit weg und jetzt ist es auf einmal da und ich
bin schon ein bisschen aufgeregt, das ist ein bisschen mein Urlaub dieses Jahr. Eigentlich wollten wir nach Abu Dhabi fliegen und da 2 Wochen Urlaub machen. Aber wir sind zu jung, um in die Hotels einchecken zu können. Yay, man darf da erst ab 21 einchecken. Und ich bin dieses Jahr 20 geworden. Und sie wird auch 20. Das heißt, nächstes Jahr, da freue ich mich schon richtig drauf. Und wir lernen ja auch zusammen Arabisch und dann läuft das. Können wir da sprechen? Glaube ich nicht. Das wird noch nichts dafür. Nee, ich kann das auch noch nicht so gut lesen. Also die Buchstaben sitzen noch nicht ganz so gut. Naja, ich gehe mal schnell unter die Dusche. Suchen wir mal Ziskos Halfter. Gefunden! Hey, vielleicht mag er auch kein Rosa. Das könnte natürlich der Grund sein. Guck mal, sogar noch alles zu. Trottel. Das habe ich vergessen. Das wollte ich ja ausprobieren, ob er das mag. Hoffentlich mag er das. Oh, er probiert es. Doch nicht. Er muss da schlecken. Cisco, probier mal. Er mag das nicht. Er findet diese Dinger gruselig. Aber er probiert es nicht mal. Und das riecht so gut. Hier. Aber er ist interessiert, das ist schon mal gut. Das soll gut für dich sein. Er hat gerade hier die Kante angekaut. Cisco. Er ist das erste Pferd, was ich kenne, das diese Teile nicht mag. Also früher unsere Ponys haben diese geliebt. Und auch der andere liebt die über alles, da kann man stundenlang mit ihm stehen und die ihm hinhalten. Komisches Pferd. Hallo, Cisco. Hallo, du brichst mir noch mein Genick. Trottel. Dann halt nicht. Schade, Marmelade. Ich weiß aber jemand, der das mag. Möchtest du nicht? Dodo! No, doch, ich kenne dich doch. Kann sich nicht entscheiden. Probier jetzt. Warum möchtest du das auch nicht? Oder ist Fressen gerade leckerer? Hund, was hast du getan? Hast du bei den Pferden genascht? Habe ich genau gesehen. Ne? Ich habe nichts. Falls ihr euch wundert, warum Cisco drin ist und Dodo draußen. Cisco hatte gerade Hafer und eigentlich, ey. Cisco, nein. Oh. Ich erschrecke. Und eigentlich sollte Cisco auch gerade raus, aber es wird hier gerade so dunkel und es soll gleich gewittern. Und richtig regnen. Ja, aber Cisco war heute schon seine 6 Stunden auf der Koppel, also ist nicht allzu schlimm. So, beide haben Heu bekommen. Jetzt ist der Gute-Nacht-Kuss an der Reihe. Cisco! Gute-Nacht-Kuss! Na? Muah. Fress weiter. Jetzt kommt der andere. Ist doch ein bisschen schwieriger. Dodo! Gute Nacht, Chris! Seht ihr das? Schnell einmal einen Kuss geben und dann weiterfressen. Er ist schon süß. Ist ja auch gut aus.
Ich werde jetzt endlich mal meine Sachen packen. Ich habe gerade auch noch Wäsche aufgehangen, damit ich für morgen auch alles fertig habe. Und ich weiß gar nicht, was ich alles mitnehmen muss. Ja, es ist halt ein bisschen anders bei Ferienwohnungen. Da muss man ja schon eigene Sachen mitnehmen. Ich weiß nicht, was ich alles mitnehmen muss, aber wird schon. Ich meine, wir sind ja nicht aus der Welt. Ich glaube, ich wollte ausziehen. Wie man sieht, ich bleibe nicht nur 4 Tage, sondern ich bleibe ein ganzes Jahr. Ich habe so viel Kram eingepackt. Aber das Wetter, also heute soll es gewittert haben und geregnet und morgen soll gutes Wetter werden, Samstag soll es regnen und Sonntag soll wieder super gutes Wetter werden und ich möchte da vorbereitet sein, denn ich hasse Regen und Kälte und ich hasse es aber auch zu schwitzen, deswegen lieber zu viel mitnehmen. Ich meine, in der Ferienwohnung haben wir genug Platz und das sollte nicht das Problem werden. Wundert euch nicht, ich hatte eigentlich einen Wimperntermin. Die sind schon so gut wie alle weg. Nur sie ist im Krankenhaus und die konnte mich irgendwie nicht erreichen. Irgendwas hat da nicht funktioniert und ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Jetzt laufe ich so rum. Ich bin aber auch gerade in einer komischen Phase. Also meine Fingernägel halten nicht, meine Wimpern auch nicht. Irgendwie so, weiß ich nicht, was da los ist. Keine Ahnung, ganz komisch bei mir. Ich habe auch total viele Pickel bekommen. Mittlerweile geht er schon wieder zurück und durch die Sommersprossen sieht man das meistens nicht. Ein Vorteil, wenn man Sommersprossen hat. Ich bin kein großer Fan von meinen ganzen Sommersprossen. Ich meine, jetzt geht das noch, aber im Sommer, das wird so extrem. Da finde ich das einfach zu viel. Da bilden sich meistens Symbole. Ich hatte hier mal ein Herz einen Sommer lang. Und ich habe auch dann auch immer, ich habe dann auch immer auf den Lippen hier Sommersprossen im Sommer und naja, also ich finde es jetzt auch nicht super hässlich oder so, aber es nervt manchmal einfach. Nur Pickel fallen dann wirklich nicht so doll auf. Ja. Ich glaube, es gibt auch gar nicht mehr viel zu sagen. Ich hau noch eine Schicht Selbstbräuner drauf, damit ich dann auch gebräunt aussehe. Durch das Licht sehe ich gerade ein bisschen gebräunt aus, aber schon wieder ein bisschen verflogen. Und dann kann ich nämlich auch schön in kurzer Hose rumlaufen und meine braunen Beine zeigen. Meine fake-braunen Beine. Egal, ist dann so. Und dann hüpfe ich auch ins Bett und schlafe ganz schnell ein, damit ich morgen rechtzeitig aufstehen kann. Und ja, also wir fahren erst gegen 11 oder so los, aber wir wollen vorher noch mal einkaufen, denn uns fehlen Milch fehlt uns, Banane und Erdbeeren vielleicht und alles andere. Also sehen wir uns morgen wieder.